Herzlich willkommen zu Hur 20 Uhr Folge. Hey Leute, das ist der Bursch und willkommen hier zu einer neuen 20 Uhr Folge. Herzlich willkommen zu FIFA Mobile 22. Wir machen heute die Luis Suarez BVB Challenge quasi. Wir werden den Suarez da vorne reinstellen und werden probieren in 3 vs. Angriff spielen. Mit dem Suarez, mit dem Beißer, versuchen 20 Tore zu machen. Die Bestrafung sieht dann folgendermaßen aus, dass wir uns 10-mal Suarez kaufen müssen und dann stoßen wir 10-mal Luis Suarez ab. Das ist die Bestrafung. Skillboost Card ist wahrscheinlich von Suarez, ne? Deswegen verbessere ich das logischerweise nicht. 3 Spiele, 20 Tore, Suarez, du bist gefordert. Du bist hier heute gefordert. Es steht ja immer noch in den Medien, also zum aktuellen Zeitpunkt, wo ich hier aufnehme, hat Dortmund das noch nicht abgelehnt oder hat, ne? Also zum aktuellen Zeitpunkt ist das Gerücht da, dass Luis Suarez Interesse hat, BVB, oder Suarez wurde dem BVB vorgeschlagen. Und deswegen, ja, mal gucken, was passiert. Würde ich schon geil finden, Luis Suarez in der Bundesliga, stellt euch das mal vor. BVB, Suarez, Adeyemi, Bellingham, Reus und bei den Bayern Mané. Boah, schon brutal geil. Und Suarez macht sein erstes Tor. Und da unten ist er mit der 9. Kann man immer gut erkennen. Gut erkennen, gut erkennen. Rüber, das ist perfekt gespielt. Und somit macht er sein zweites Tor. Ist er das da oben? Jawohl. Keeper war zwar dran, aber scheißegal, Wuppertal, Senegal. Wenn er am Ende reingeht, zählt das. Und mit dem Köpfchen kann das auch. 4 Tore. Aber ich brauche in jedem Spiel brauche ich 7. Dann bin ich bei 21. Das heißt, ich kann mir auch ein Spiel mit 6 Toren erlauben. Aber wenn ich im ersten Spiel direkt 7 mache, wäre es natürlich geiler. Geiler. Die Leila. Und runter. Und nochmal runter und Suarez mit dem 5. 30 Sekunden habe ich noch Zeit, das wird eng. 6 hat er jetzt und wenn dann das da oben ist und er müsste es sein und er ist es, macht er das 7. Tor. Das heißt, ich kann im ersten Spiel sogar mehr machen. Und wenn ich heute die Challenge erfolgreich gestalten sollte, werden wir in der nächsten Versus Angriff Challenge quasi mehr Tore machen. Also wir werden dann nicht 3 Spiele 20 Tore machen, wir werden dann 3 Spiele 25 Tore machen, weil er hat jetzt im ersten Spiel, ich gewinne das Spiel, Luis Suarez, du bist ein verdammter geiler Typ. Er macht im ersten Spiel 9 Tore, das heißt, wenn ich das hochrechne, 9, 18, wären 27 Tore. Aber nicht jedes Spiel ist gleich, ist auch, muss man auch mit erwähnen, nicht jedes Spiel ist gleich, das heißt, ich kann jetzt auch im zweiten Spiel nur 3 machen. Und wäre trotzdem eigentlich ganz gut im Fahrwasser. 9, obwohl, nee, wäre ich gar nicht. Dann müsste ich im letzten Spiel 8 Tore machen. Also jetzt so 5 wären, also 5 mindestens, Suarez. 5 mindestens, aber wenn du eben 9 gemacht hast, erwarte ich jetzt auch mindestens 18, Kapi. So, gehen wir rein. Was hat er denn hier für ein Eigenteam, Junge? Andrei Shevchenko. Und Suarez beginnt das zweite Spiel. Er macht den Hacke zu Hacke, da geht er gut vorbei, aber er scheitert am Keeper. Er scheitert am Keeper. Flanke von Ballack auf Suarez. Suarez mit dem Köpfchen und Suarez mit dem 10. Tor. Runter und dann müsste er jetzt ganz oben sein. Ganz, ganz oben. Da ist er. Geht nicht rein. Geht nicht rein. Ich hab's euch gesagt, das zweite Spiel wird sicherlich nicht wie das erste. 11 Tore. Muss wieder eine gute Flanke von Ballack kommen. Die ist gut, aber Suarez kommt nicht zum Kopfball. Jawohl. Im richtigen Augenblick auf die Passtaste geklickt. 3, 12 hat er. Und er ist nicht im Angriff. Er ist nicht im Angriff, deswegen schnell zum nächsten Angriff. Und jetzt ganz, ganz unten. Ganz, ganz, ganz unten. Da kommt der Ball hin. Er nimmt ihn an und knallt ihn rein. 13. Er ist nicht dabei. Er ist nicht dabei. Da hinten war er.
Er hat keine Ausdauer mehr. 13, 13, 13. Suarez 14. Das heißt, ich bräuchte im letzten Spiel 6 Tore. Es sei denn, ich mache jetzt noch eins. Die Flanke kommt. Der Kopfball kommt aber nicht. Jetzt kommt die nächste Flanke. Und der Kopfball kommt. Und das sind jetzt somit 15 Tore. 15 Tore. GG. Das heißt, ich bräuchte jetzt nur im letzten, bräuchte ich sogar nur, was ist ein Fußball-Meilenstein hier? Im letzten Spiel bräuchte ich dann nur, man mag es kaum glauben, 5 Tore. 5 Tore im letzten Spiel. Und dass das machbar ist, muss ich euch, glaube ich, nicht erklären, oder? Das muss ich euch, glaube ich, nicht erklären. Wir gehen rein, auch wenn die Division Rivals-Kurve nach unten ist. Aber wir machen ja auch eine Challenge. Es geht nicht darum zu gewinnen. Es geht darum, die Challenge zu schaffen. Und wir spielen gegen Gabriel. Und wenn ich das richtig sehe, haben wir 20% tolle Chancen. Der Gegner 30%. Also das ist gar nicht so ein weiter Abstand. Und der wird nicht viele Angriffe mehr bekommen. Also viele gute Chancen mehr bekommen als ich. Also, Beißer. Beiß dich noch einmal durch. Beiß dich noch einmal durch, mit dem Hacke zu Hacke geht er schön vorbei und knallt direkt rein, das Ding. Er knallt direkt rein. 4 Tore, ich zähle runter ab jetzt. Ich zähle ab jetzt runter, nochmal rüber. Da kommt er leider nicht dran. Jetzt ist er ganz oben. Jetzt ist er ganz oben, da wird einmal rüber gespielt. Und er kommt nicht ran. Hallo. 4 Tore brauche ich noch. Da kommt er wieder nicht dran. Hilfe! Das muss er machen. Das muss er machen. Rübergespielt und 3 noch. Jetzt werde ich ein bisschen nervös. Ballrolle vorbei. Suarez. 2 noch. 2 Tore in 30 Sekunden. Und das ist Gold wert. Dass ich jetzt hier einen tollen Angriff bekomme, ist überragend. Jetzt brauche ich noch eins. Ein Türchen brauche ich noch. Schalalalala! Das muss er machen. Das muss er machen, das muss er machen, das muss er machen. Und er macht ihn. 5 Tore, 20 Tore. Challenge erfolgreich abgeschlossen. Auch wenn es am Ende jetzt hier nochmal eng geworden ist. Es ist am Ende echt nochmal spannend geworden. Wir haben wirklich nur die 20 Tore. Obwohl, vielleicht nochmal auf 21 auf Krampf. Ja, 21 Tore. Das heißt, ich werde bei der nächsten Challenge soll ich 25 Tore machen. Das ist dann halt schon richtig brutal. 25 Tore, das ist nicht so einfach, glaube ich. Könnte ich mir vorstellen. Also, wird nicht so einfach sein. Punkt, fertig, aus. Aber es liegt ja auch an euch, ob ihr sehen wollt. Oder wir machen 22 oder wir machen 23. Aber 25 sieht und hört sich geiler an, ne? 25 Tore in 3 vs. Angriffsspielen. Das ist schon hart, glaube ich. Das ist schon, sollte man nicht auf die leichte Schulter nehmen. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Wir sehen uns dann logischerweise morgen Abend um 20 Uhr wieder. Zur nächsten 20 Uhr FIFA Mobile Folge. Ich bin raus und bis zum nächsten Mal. Tschüss.